Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier bei uns beim AgeCare Workshop live im Internet. Ich freue mich, dass Sie hier zusammen mit mir heute Abend dabei sind, mir zuschauen und mir zuhören, was wir wieder für diese Woche für Sie Neues an Informationen zusammengetragen haben. Ich verspreche Ihnen, es gibt viele Informationen für Sie und ja. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind und heute am 17. April 2023. Ja, wunderbar. Ich habe mich heute entschieden, weiß nicht, ob man es sieht, dass ich mich hinsetze, weil letztes Mal habe ich ein bisschen rumgezappelt anscheinend beim Stehen und die Kamera hatte wohl ihre ein paar Probleme, jedenfalls wurde das bei mir so angezeigt, dass nur am Rande. Wir versuchen es heute mal hier so und ohne Zappelei. Dann klappt das vielleicht besser. Sehr schön. Ja, ich begrüße Sie. Ich begrüße auch diejenigen, die sich die Aufzeichnung anschauen und dann das etwas später tun. Und ich begrüße auch meine Eltern. Werner, Renate, Dankeschön, dass ihr mich wieder unterstützt und mir die Fragen, die sich im Chat stellen dann vorbereitet. So kann ich das dann eben effektiv für Sie dann zusammenfassend nach meinem Vortrag beantworten. Und ich denke, das ist auch für Sie von hohem Wert. Wunderbar, dann würde ich sagen, starten wir mit der Präsentation. Das haben wir hier. 17. April 2023. Und wir sind heute Abend hier im AgeCare Workshop. Und das sind die Folien. Ich gebe sie Ihnen auch noch jetzt zum Download bereit. Das können Sie jetzt für sich downloaden. Manch einer hat eine fortführende Bibliothek bei sich. Das können Sie gerne machen. Aber wir sind ja auch immer weiterhin für Sie da, auch außerhalb des Workshops, um Ihnen dann darüber hinaus auch Fragen zu beantworten. Beginnen mit dem wichtigen Hinweis, der immer dabei sein muss. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, gleich zuerst möchte ich Sie nochmals zu unserem Webinar einladen, unser Webinar Borrelien und Co. eliminieren. Das ist ein spezielles Webinar, was wir zusätzlich zu dem Live-Webinar montagsabends hier im AgeCare Workshop, was wir zusätzlich dazu anbieten. Und Sie können sich dazu registrieren und dann den Link folgen, um das anzuschauen, indem Sie hier, den Link habe ich Ihnen hier in die Folie hineinkopiert, den können Sie gerne nutzen, aber Sie können auch bei uns auf die Homepage gehen, ulrich-mtc.de und erhalten dort im Menü auch die Möglichkeit, sich dann bei dem Webinar anzumelden. Ich erwähne es deswegen, weil es doch eben so ist, dass eben durch die Borrelien viele, viele Menschen und auch vielfältig beeinträchtigt sind. Es gibt in Deutschland zum Beispiel nur wenige Menschen, die nicht befallen sind von Borrelien. Und in unserem Webinar erfahren Sie viele interessante Fakten und Hinweise und natürlich, wie Sie es auch immer von uns kennen, erlernen Sie, bekommen Sie Hinweise, wie Sie damit selbst umgehen können, was können Sie selbst tun. Ich habe Ihnen auch hier dann zusätzlich dazu noch ein Beispiel mitgebracht, aber zuvor möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass Sie gerne, das ist einfach noch ein Schmankerl für Sie eventuell, dass Sie gerne auch diese Einladung zu dem Webinar auch jemanden anderen Interessierten weitergeben können, die, für die das eventuell nützlich ist, die Informationen, die wir dort in dem Webinar teilen. Und
Gegebenenfalls ist das auch für diejenigen dann sehr wertvolle Information. Also wir laden Sie ein, nicht nur Sie, sondern auch diejenigen, die sich dafür interessieren, dann dieses Webinar dem zu folgen. Und ja, dieses Beispiel hatte ich jetzt hier schon aufgerufen. Es geht, wie gesagt, hier um Borrelien in dem Fall. Und ich dachte, das passt ganz gut dann für unseren Workshop hier zu dem Thema. Es ist eine Frau, die, ja, Alter 69, ist jetzt nicht ganz so erheblich in dem Moment, aber sie hat festgestellt, dass sie seit mehreren Monaten einen geschwollenen und geröteten Handrücken hat. Und nun hat sie sich dazu jemanden hinbegeben, der da entsprechende Tests bei ihr durchführen konnte. In dem Fall war das ein energetischer Test. Und über diesen Test ergab sich, das sind Borrelien beteiligt, die dann diese Phänomen, dieses Symptom bei ihr hervorgerufen haben. Was ist gemacht worden? Also zunächst ist dort die Reihenfolge, dass man mit einer Entgiftung anfängt. In dem Moment geht es hier natürlich um die Entgiftung mittels Agilcare. Und das würde ich gerne noch mal kurz am Rande hier erwähnen. Also das ist auf jeden Fall immer eine sehr gute Idee, zuerst dann mit einer Entgiftung oder eine verstärkte Entgiftung, also da sich darauf zu konzentrieren, auf die Entgiftung, das meine ich mit verstärkt, damit zu beginnen, weil es dann doch auch entsprechend unserer Lebensweise, auch unserer Umwelt, in der wir uns befinden, dann wir sehr stark mit Giften zusammenkommen und eben diese dann natürlich auch von den Mikroorganismen aufgenommen werden. Natürlich haben wir auch diejenigen Gifte in uns, wenn wir von Erregern betroffen sind, die dann entsprechende Toxine ausstoßen. Somit hat man also hier in dem Fall dann mit der Entgiftung gestartet. Es wurde die Anwendungen Schwermetalltoxizität, Quecksilbertoxizität und Arsenvergiftung durchgeführt. Ich habe Ihnen das hier zusammen mit den Codes kurz aufgeschrieben, sodass Sie das auch entsprechend nachvollziehen können. Die Anzahl, die davor steht, ist tatsächlich die Anzahl der Anwendungen, die dann durchgeführt worden sind. Und dann ist man übergegangen und ist die Borrelien konkret angegangen. Also, wir haben da die Anwendung C263 Leimborreliose ist durchgeführt worden und die Anwendung SYL27 Borrelien, Leim und Bartonellen. Und das sind die Programme, die entsprechend durchgeführt worden sind mit derjenigen. Und was soll ich Ihnen sagen? 4 Wochen hat es gedauert, wobei, und das ist die Einschiebung dabei, dass jeweils bloß eine Anwendung pro Woche durchgeführt worden ist. Und nach diesen 4 Wochen ist sowohl die Schwellung als auch die Rötung stark zurückgegangen. Es wird weiterhin fortgesetzt, natürlich, bis die Rötung und Schwellung komplett zurückgegangen sind. Und unsere Empfehlung ist darüber hinaus noch einige Zeit weiter die Anwendung durchzuführen. Sie erinnern sich, unsere Empfehlung ist es, um effektiv vorzugehen, die Anwendungen mindestens einmal täglich durchzuführen, um eben dann den Erregern nicht die Möglichkeit zu geben, sich weiterhin noch zu vermehren in der Zwischenzeit. Und ja, also auch hier ist dann der Erfolg hat sich gezeigt und das finden wir auch sehr schön, dass in dem nämlich die Schwellung und die Rötung zurückgegangen sind. Und natürlich muss man da noch einige Male dann diese Anwendung durchführen. Aber wunderbarer Erfolg und hat mir hier sehr gut in meinen Vortrag, meine Präsentation gepasst, um Ihnen das zu präsentieren. In meinem nächsten Abschnitt der Präsentation geht es um Chlamydien. Und zwar um die Chlamydia-Pneumonie. Ich habe hier dazu sogar eine neue Bezeichnung gefunden von dem Erreger. Die heißen jetzt offiziell Chlamydophilia Pneumonie. In unserem Programm heißen sie weiterhin Chlamydia Pneumonie und deswegen habe ich es auch in meinem Vortrag hier
weiterhin Chlamydia pneumoniae genannt, nur damit Sie Bescheid wissen, dass es sich hier um dieselben Erreger handelt, um die es hier geht. Chlamydia pneumoniae sind auch Erreger, die wir auch vielfältig, also so wie die Borrelien, auch vielfältig im Körper antreffen und die an den verschiedensten Stellen ihr Unwesen treiben und dann dort uns beeinträchtigen und Ungemach verursachen. Sie wurden zuerst in der Lunge gefunden, daher gibt es diesen Namenszusatz Pneumonie, aber eventuell der eine oder andere kann sich erinnern, sie werden überall bei uns gefunden. Ich habe es hier mal aufgeführt. Zum Beispiel in Plaques, also bei den Blutgefäßen, zum Beispiel bei Arteriosklerose oder in den Gelenken, dann bei rheumatischer Arthritis sind sie mit beteiligt. Bei Parkinson, das hat mich heute überrascht, das war für mich ist eine neue Information, aber und deswegen will ich es Ihnen hier auch noch mit aufführen. Da sehen Sie schon daran, dass eben das nicht nur in den Atemwegen, also dann, wo Sie bei Bronchitis und Sinusitis beispielsweise beteiligt sind, eben vielfältig in unserem Körper vorkommen und sich dort dann auch vermehren können. Und wie Sie das machen, das kann ich Ihnen gleich erklären. Und zwar haben wir es mit einem sehr kleinen Erreger zu tun. Also der ist 0,2 bis 1 Mikrometer groß im Vergleich. Das Streptococcus ist doppelt so groß. Mit dem haben wir es ja auch sehr oft zu tun. Der Streptococcus ist circa 0,5 bis 2 Mikrometer groß. Das Chlamydia pneumoniae, der Erreger, hat sowohl RNA als auch DNA, aber es fehlt dem Erreger, fehlen die Enzyme zur Energiegewinnung. Und somit benötigt der Energie, der Erreger die Energie aus der Wirtszelle. Und wir nennen ihn dann auch Energieparasit oder Stoffwechselparasit. Das ist insofern für mich eine ganz interessante Information, die ich hier mit Ihnen teilen möchte. Insofern interessant, als wir erfahren, warum der Erreger uns so sehr stört. Und er nimmt den unseren Zellen die Energie. Also bringt unsere Zellen direkt in die Lage, für sich selbst zu wenig Energie zu produzieren oder gar keine Energie zu haben. Und was dann in der Entwicklung dann die Mitochondrien schädigt und zerstört. Und das ist zum Beispiel dann auch das, was bei Parkinson passiert, dass eben dort die Mitochondrien komplett gestört werden. Wir haben ja im Hirn haben wir sehr viele Mitochondrien in den Nervenzellen. Und da ist es natürlich sehr prekär, dass eben die zerstört werden. Und auch die Zellen, die eben dann diese Blut-Hirn-Schranke bilden, die haben auch werden auch geschädigt von den Chlamydia pneumoniae, sodass eben dann diejenigen Erreger dann auch in die Hirnzellen geraten können oder in die Nervenzellen in dem Fall. Übertragen werden die Erreger über Tröpfcheninfektionen, wir haben ja in den letzten 2 Jahren sehr viel über Tröpfcheninfektionen gehört, aber in dem Fall fällt es dem Erreger sehr leicht, eben entsprechend zu überleben. Also wir haben hier jemanden meine ich die Chlamydia pneumoniae, die sind obligat intrazellulär als Erreger. Was heißt das? Die müssen in einer Zelle existieren, um dann dort sich, ob nur zu wachsen, um sich weiterzuentwickeln, um sich fortzupflanzen, in dem Fall zu teilen. Und was da noch interessant ist, ist, dass Chlamydia pneumoniae streng humanpathogen ist. Also wir treffen die Chlamydia pneumoniae nur in menschlichen Zellen an. Also die nutzen ganz konkret unsere menschlichen Zellen als Erreger, Reservoir, um dann ihre Existenz zu frönen. Was ich gerade noch kurz angefügt hatte, ist eben, wenn der Erreger nicht
intrazellulär ist. Also wenn er nicht in einer Zelle existieren kann, bleibt er in Form eines sogenannten Elementarkörperchens biologisch inaktiv. Das heißt, er stirbt nicht, ist allerdings biologisch inaktiv. Das heißt, er entwickelt sich nicht weiter. Und aber als Eigenschaft ist er noch stark umweltresistent. Und somit bleibt es ihm dann da zu warten auf die Möglichkeit, wo er wieder dann intrazellulär sich weiterentwickeln kann. Also ja, fand ich sehr interessant für uns zu wissen, weil wir dann doch auch oft hier im Workshop über diesen Erreger sprechen. Und es sind ein paar Punkte, die ich gerne dann an Sie ranbringen wollte. Und mit AgeCare, und das wissen Sie auch von uns, bekommen Sie auch immer mit unseren Informationen auch Informationen, was Sie machen können, was Sie mit AgeCare machen können. Und somit habe ich Ihnen hier die im Programm enthaltenen Anwendung aufgeführt. Da haben wir einmal A371, Chlamydia Pneumonie, dann eine andere Anwendung mit demselben Namen und der Code ist C338 und dann noch zwei weitere SYL18 und SYL19. Sie sehen im Zusatz von dem Namen in Klammern steht danach SYL19 nach der 18 und dann zuvor SYL18 bei der SYL19 Anwendung. Das heißt also, diese beiden sind dann im Paar anzuwenden, also zuerst die SYL18 und dann die SYL19, um dann entsprechend die Erreger dann mit diesen Frequenzen dann zu zerstören. Sie können das ja für sich mal ausprobieren. Die Anwendung, die wir normalerweise empfehlen, ist die mit dem Quellcode A371. Das hat den Grund, weil wir hier auch entsprechend sehr gut und viele inzwischen gute, positive Rückmeldungen erhalten haben, wo entsprechend diese Erreger dann erfolgreich eliminiert wurden. Das kann für Sie eventuell ganz anders sein. Und deswegen habe ich Ihnen hier alle vier Anwendungen aufgeführt, die Sie gerne für sich testen können. Testen, das wissen Sie, das ist ja gefahrlos mit AgeCare möglich, indem Sie einfach die Anwendung durchführen. Da gibt es ja keine Nebenwirkungen. Ja, so viel zu den Chlamydia Pneumonie. Ich habe noch ein drittes Thema mitgebracht. Hier geht es um einen Anwender, der mit Tinnitus zu kämpfen hat. Und eingangs hat er uns geschrieben, er hat den Tinnitus und der ist wegen mehrerer stressbedingter Hörstürze entstanden. Das heißt, der Tinnitus geht mit einem verminderten Hörvermögen auf dem betroffenen Ohr einher. Und der Tinnitus kommt und geht unabhängig vom Alltag. Tinnitus heißt nichts anderes als Ohrgeräusche. Und zwar Pfeifen oder Klingeln. Also das ist dann schon die Richtung, die da angegeben wird. Wobei man da unterscheidet zwischen objektiven Tinnitus, das sind die, wo das auch für jemanden nachvollzogen werden kann. Also jemand anderem wäre dann zum Beispiel ein Arzt oder ein Therapeut, der da das entsprechend diagnostizieren kann. Also es gibt zum Beispiel Strömungsgeräusche der Blutgefäße oder ein pulsierendes Geräusch. Das wäre dann der objektive Tinnitus. In den meisten Fällen gibt es einen subjektiven Tinnitus. Und zwar subjektiv, weil eben dann nur derjenige, der da betroffen ist, diese Geräusche wahrnimmt. Und da gibt es viele Ursachen für den Tinnitus, warum der entsteht. Natürlich als erstes fällt einem immer der Lärm ein oder Lärmbelästigung oder ganz früher habe ich immer gehört, geh nicht in die Disco oder ins Konzert, ne, dann sonst bekommst du einen Tinnitus. Und das steht auch immer hier auch ganz ganz groß da, dass es eben aufgrund dessen, dass eben die Ohrbestandteile eben sehr stark beeinträchtigt werden, die kleinen Flimmerhärchen, dass eben dort
dann entsprechend die beeinträchtigt werden und dann solch ein Tinnitus entstehen kann. Gibt aber auch dann durch Explosion, also ein Knalltrauma beispielsweise. Oder wie in dem Fall jetzt hier, dass da direkt schon auch ein Hörsturz vorangegangen ist. Also es gibt noch viele andere weitere Ursachen, die möchte ich Ihnen jetzt nicht alle aufzählen, weil die vielfältig sind und dann ganz wirklich vielfältig. Also es geht los bei natürlich Ohrerkrankungen, aber auch Herz-Kreislauf, Diabetes, Hormonstörung beispielsweise, Schädel-Hirn-Trauma, als bei Mischung von Multipler Sklerose beispielsweise. Also da sind die Nervenzellen mit beeinträchtigt. Also Sie sehen, ich würde es jetzt wirklich auch hier abkürzen mit den Beispielen hier, um Sie da nicht zu sehr zu langweilen oder zu beanspruchen, dann, weil ich hier nicht für jedes da entsprechend meine Beispiele rausgesucht haben. Es geht mir hier um denjenigen, dem wir mit AgilCare helfen konnten mit unseren Empfehlungen. Und zwar haben wir empfohlen die Anwendung A324, die heißt Tinnitus, und auch ebenfalls die Anwendung U389. Derjenige hat diese beiden Anwendungen gleichfalls durchgeführt und zusätzlich von uns noch empfohlen die Anwendung C777, Stimulation des Immunsystems. Und das ist schon hier der Hinweis auf meine lange Liste, die ich Ihnen jetzt gerade auch erspart habe, eben dass das Immunsystem hier auf den Plan gerufen werden sollte, um eben da mitzuhelfen, und beziehungsweise die Erreger, die dann da beteiligt sind, die zu zerstören, sodass eben dann dieser Tinnitus verschwindet. Und er hat uns auch dazu geschrieben, schon innerhalb von 3 bis 4 Tagen hat es sehr geholfen. Und in seinem Fall, also er schreibt, in meinem Fall kommt und geht der Tinnitus immer wieder, manchmal mit Pausen von mehreren Tagen bis Monaten. Nichtsdestotrotz hat es geholfen, ich werde die Anwendung prophylaktisch weiter durchführen. Sie wissen, prophylaktisch ist nicht unbedingt der Ausdruck, den wir verwenden mit AgilCare, aber wir davon ausgehen, es sind immer Erreger da, die da zerstört werden, beziehungsweise wenn keine Erreger da sind, dann werden die Frequenzen dann schadlos durch den Körper durchgeleitet, ohne in Resonanz zu geraten oder Resonanz zu verursachen. Insofern, ja, ist das aber auch ein wunderbarer Erfolg. Und natürlich, ja, der Anwender macht das alles richtig, indem er dann diese Anwendung weiterhin durchführt für sich, für die Verbesserung seiner Lebensqualität, um dann hier mit den Erregern den gar auszumachen. Ja. Heute mit der richtigen Folie für Sie. Ich habe Ihnen hier nochmal unsere Kontaktmöglichkeiten aufgerufen und aufgeführt mit der richtigen Telefonnummer für den Telefonservice Montag bis Freitag zwischen 9 und 10. Rufen Sie dort bitte gerne an und dann rufen Sie mich an dem Fall an und wir sprechen dann über die Fragen, die Sie haben und über die Empfehlungen, die wir Ihnen geben können. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, uns diese Fragen bei uns im Ticketsystem zu stellen und dann von uns dort die Antwort zu erhalten. Ganz sehr freuen wir uns darüber, wenn Sie dann mit AgilCare auch so und mit unserem Service so sehr zufrieden sind, dass Sie es potenziellen Anwendern empfehlen und Ihnen auch dann empfehlen, sich selbst ein AgilCare zuzulegen. Aus unserer Auffassung her gehört ein AgilCare in jeden Haushalt. Das ist natürlich für uns als Hersteller sehr einfach zu sagen. Aber ich denke, das ist eine richtige Aussage, weil hier nämlich durch die vielfältigen Anwendungen, die wir im AgilCare-Katalog, im Anwendungskatalog haben, dann für die entsprechenden betreffenden Erreger immer ein Programm finden. Wenn wir kein Programm haben, dann kennen Sie uns, dann schreiben Sie uns und wir gehen auf die Suche. Eventuell fällt es uns leicht oder aber wir haben einen Tipp, wo Sie dann entsprechend sich diese Frequenzmuster her
bekommen können. Und wir integrieren es Ihnen kostenfrei in den Katalog. Und so, wenn Sie damit so zufrieden sind, dass dann jemand anderen empfehlen, dann wollen wir das natürlich auch entsprechend honorieren und reservieren Ihnen die Tippprovision, wenn Sie uns denjenigen mitteilen, der ein Gerät kaufen möchte. Und für den Fall, dass derjenige in unserem Shop kauft, ich habe Ihnen hier nochmal den Link zu unserem Shop aufgeschrieben, dann überweisen wir Ihnen nach 14 Tagen das, nach 14 Tagen, nachdem der Kauf getätigt worden ist, die 150 Euro als Tippprovision natürlich an Sie. Und wir danken Ihnen dann recht herzlich für Ihr Engagement, dass Sie uns hier in dem Fall dann so gut unterstützen. Auch wenn Fragen sind, sind wir ja immer auch da, auch für diejenigen, die dann ein AgeCare bei jemandem mitnutzen. Das ist natürlich auch für uns selbstverständlich. Noch zur Vollständigkeit halber und nur ganz am Rande will ich hier noch Ihnen die Folie mit belassen, wo Sie dann bei uns auf der Website zu den Informationen kommen, zum Basiswissen bzw. zur Basisanwendung, zu den Randbedingungen, wie Sie sie optimieren, was unsere Empfehlungen sind dazu, also bezüglich des Zitronentrunk, bezüglich der Anwendung von Naturzeolit beispielsweise. Da können Sie hier nützlich Informationen finden. Der Link, der steht hier mit auf der Folie. Und hier habe ich ihn auch nochmal schrittweise dann notiert, wie Sie dann zu den Archiv der Workshop-Präsentationen gelangen. Das will ich jetzt hier nicht nochmal demonstrieren, aber habe es Ihnen hier nochmal aufgeschrieben, dann können Sie das eventuell nachvollziehen. Ja, ich bin mit meinem Vortrag hier am Ende und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie konnten sehr viele Informationen herausbekommen und erhalten und würde und möchte mich jetzt Ihren Fragen stellen und deren Beantwortung.